Trackman.io, das ist das Ding da oben. Das ist das neue Trackman Indoor Optimized heißt IO Launch Monitor System. Das ist gemacht worden aus einer Motivation, weil der eigentliche Trackman, das ist ja der, den ich habe, der hier unten steht, vom Design her eigentlich nur für den Outdoor-Bereich entwickelt worden ist, aber natürlich dann auch schnell den Weg in die ganzen Indoor-Simulatoren, Indoor-Studios, Trainingseinrichtungen gefunden hat. Prinzipbedingt ist das natürlich mit dem Radargerät, was von hinten guckt, für ganz andere Dinge gebaut, muss man sagen. Kamera ist mit drin, ich habe ja schon Version 4, bin auch schon ein paar Jahre dabei bei Trackman. Aber es gibt ein paar Punkte. Der Trackman verfolgt draußen den Ballflug über seine komplette Strecke. Das heißt, ich habe meinen letzten Drive, den ich gemessen habe, war beim Long Driver 360 Meter Flug draußen. Das kann die Kiste. Das heißt, er misst eigentlich auch erst, bevor er dann wirklich etwas anzeigt. Indoor kann ich einstellen, meine Leinwand sind 5 Meter entfernt und dann bekomme ich nach 1, 2, 3 Sekunden, wenn denn dann alles verarbeitet worden ist, das in den Simulator oder bei mir in meine Analyse für die Schläge. Der Trackman.io macht es aber anders. Warum? Wenn ich einen Simulator spiele, dann möchte ich das so haben wie auf dem Platz. Ich will schlagen und ich will den Ballflug sehen. Das ist das Allerwichtigste. Wenn ich den korrekten Ballflug sehe und ihn sofort sehe, das ist super. Und dieser Trackman, wir haben es gerade getestet. Wir haben hier gerade mal einen Drive in dem Bereich mit einer Anzeige. Hat ein Radargerät wie bisher, plus wie man hier sieht, das Kamerabild. Das läuft auch ab. Ich sehe dann, wie der reinkommt, wie er trifft, Ziellinie, wohin der Ball startet. Und ich sehe auch, wie der Schläger hier ist. Man sieht ein bisschen unten getroffen und wo. Das Schöne bei solchen optischen Systemen ist immer das, ich muss nicht Zahlen interpretieren. Alles, was ich sehe, fällt mir viel, viel leichter. Die Reaktion, ich würde sagen, Zehntelsekunde, kaum spürbar, ist sofort da. Schnell, ne? Einmal bei uns. Geiler Platz. Und etwas, was wichtig ist, was ich ja sehr, sehr gut kenne, warum ich auch bisher zwei Geräte bei mir habe. Der Trackman kann alles gut, was er aber bei schnellen, insbesondere beim Driver, bei außermittigen Treffer nicht so gut kann, ist die sogenannte Spin-Achse, also die Flugkurvenberechnung. Er wird Stück für Stück besser mit mehr Daten, mit mehr Algorithmen, aber er kann es halt nicht messen. Auch kein anderes Radargerät kann das. Ich habe in der Industrie mal mit ein paar Leuten gesprochen. Es gibt noch keinen, der das technisch kann. Das Teil, das kann es. Wenn ich das mit einem optischen System mache, mit den Kameras, sehe ich ganz genau, wie der Ball, der sich auch seitlich dreht, was er macht, in welche Richtung, sodass ich den exakten Ballflug kriege, egal wie ich treffe, egal was sonst passiert. Er weiß genau, was der Ball macht. Das Gerät ist seit Ende letzten Jahres verfügbar. Jetzt das erste große Software-Update ist bereits aufgespielt. Das heißt, anstatt Balldaten alleine gibt es auch ein paar Schlägerdaten, gibt es jetzt fast alle Daten, die auch der Trackman hat, bis auf den Attack-Angle, also wie der Schläger reinkommt als Beispiel. Das wäre für mich noch wichtig fürs Fitting oder auch für Leute, die Drives ganz bestimmte Dinge halt trainieren. Wie ich Trackman kenne, das braucht nicht mehr lange. Ich rechne da auch in den nächsten, naja, in diesem Jahr, im Sommer vielleicht damit, jetzt ist Februar, 3, 4, 5 Monate. Denn technologisch kann das Gerät natürlich, das haben sie dafür designt. Aber bis die Anzahl an Schlägen da ist, um das zu analysieren, um diese Software dafür zu entwickeln, muss es halt einfach erst gemacht werden. Und Trackman liefert solche Sachen immer erst dann aus, wenn sie auch akkurat sind. Sonst würde es schneller gehen, wenn ich schon mal einfach was rausschiebe, schon mal den Wert anzeige. Aber bei Trackman, das habe ich auch mit anderen verglichenen Geräten parallel gemessen, die Daten sind korrekt und da kann ich mich drauf verlassen. Was weiterhin der Fall ist, wir haben jetzt hier die Range, aber natürlich haben wir die komplette Software von Trackman, TPS heißt das, mit Simulator, ich weiß gar nicht, mit Hunderten, weiß gar nicht, wie viele Plätze, die ich spielen kann. Und so kann man dann richtig loslegen. Und Zielgruppe ist natürlich der reine Indoor-Markt. Warum? Das kann ich nicht mit rausnehmen. Das kann ich nicht mit über mir irgendwo hinhängen auf der Range oder in anderen Situationen. Und ich persönlich mag das sehr. Spezialisierte Geräte, die genau das tun, was sie machen, aber das natürlich dann perfekt. Ja, wer also einen Simulator jetzt sich zu Hause fest einbaut und will das Gerät nicht unbedingt mit auf die Range nehmen, da kann ich sagen, ist das eine absolute Empfehlung aus meiner Sicht.
denn das macht Indoor-Golf wirklich perfekt.